mit mir gemacht. Ach, oh, nein. Oh, nein, bitte nicht. Diese Mistkerle von Pentagon, die haben es tatsächlich gemacht. Ach, oh. Wovon sprechen Sie? Sie benutzen sie Bomben. Oh. Was zum Teufel? Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Fledermaus, also ich habe, glaube ich, auch erst einen richtigen Einstieg mit Metal Gear 2 auch gefunden, muss ich tot. Sagen. Keine Ahnung. Das erste war okay, nee, aber das zweite hat mich dann richtig gepackt. Alex, ich grüße dich. Eine Art Metal Gear, ja. Es gibt viele Medikamente, die in hohen Dosen Herzinfarkt verursachen können. Zum Beispiel Kaliumchlorid oder Dioxid. Aber ohne Autopsie können wir nichts Genaues sagen. Verdammt. Snake, Sie und Meryl müssen zusammenarbeiten. Kann ich ihr trauen? Mehr als Sie mir trauen können. Na, keine Aussage ist. Kontaktieren Sie sie. Snake, an Ihrer Position sind zu viele elektrische Störungen. Kurze Kommunikation wie mit uns ist möglich, aber normale Kommunikation wahrscheinlich nicht. Versuchen Sie, aus dem Bereich wegzukommen. Snake, reißen Sie sich zusammen. Naomi, was war dieses Ninja-Ding? Ein Mitglied von Foxhound. Nein. Der gute Gray Fox. Sind Sie sicher? Ja, wir haben niemanden wie ihn in der Einheit. Stimmt das? Snake, ich verlasse mich auf Sie. Oh, ich glaube, wir sollen immer speichern irgendwann zwischendurch, oder? Ich meine, ich später auch mehr Leben irgendwie. So, warte mal. Speichern wir bei ihr. Ich werde mich nie an die Knöpfe gewöhnen, dass X abbrechen ist und Kreis bestätigen, also die Position. Snake, Sie können den Radar dort nicht benutzen. Von dort kommt eine Art elektronische Störung. Was das wohl ist? Ah ja, safe. Memory Card. Okay. Vorsicht, Snake. Die alte. Gut, also warte mal, jetzt haben wir Stufe 2. Ich hatte aber auch noch einen anderen Weg da unten. Was ist das für eine Tür hier? Stufe 4. Boah, das kann man ja kaum lesen. Okay, wir haben ja noch unten den Gang, den ich ja vorhin aufgesprengt hatte. Warte, wo ging es hier raus? Ja, da. Hier. Da war auch eine Kamera, habe ich gesehen eben. Fies ohne Radar, ne? Moderation, Gott sei Dank. Jo, die hätte ich mal vorher holen sollen, ne? Wäre das Ganze auf jeden Fall safe gewesen. Geht's nicht? Ist gar nicht. Ja, klar! Natürlich! Chill, chill. Okay, das ist die Ration schon wieder verbraucht direkt. Riecht sich das Teil auch nochmal? Holy moly, ey. Oh, guck weg jetzt. Will da lang. Will nicht schießen. Bitte nicht. Danke. Ja, cool. Ration bekommen. Gleich verballert, ey. Sehr gut. Also läuft's wieder hier. Okay, ich habe jetzt aber noch eine Schlüsselkarte Level 2. Ich glaube, hier sind Gegner jetzt, oder? Kann ich hier nochmal kurz gucken, ob man da noch was aufmachen kann? Na, guck, jetzt sind nämlich Gegner hier. Alle clashen. So, hier war keine Karte vonnöten. Hier war, glaube ich, Stufe 1. Richtig? Stufe 2. Farmers. Achso, ich habe die Karte hier nicht ausgerüstet. What? Scheint mit Infrarotsensoren gesichert zu sein. Die müssen irgendwie an deren Start. Achso, ja. Das ist natürlich. Der ruft ja mal viel zu spät an, der Typ. Ja, klar. Boah, ab, Junge. So, gab's noch ein Stufe 2-Ding? Dann muss man ganz kurz erstmal hier Land gewinnen. Das war 3. Nee, ich glaube, sonst gab's hier aber nichts, oder? Oh, oh.
Mama! Fällt er da rein? Wahnsinn, okay, ich muss hier echt vorsichtiger vorgehen. Ich habe das gar nicht mehr so krass in Erinnerung, dass mir hier echt so hardcore weggeballert wird. Snake! Alright, also. Bye. Kann ich nicht da rein? Jo, aber guck mal, wann sagt er das denn? Reicht er durch einfach? Oder weil er jetzt schon angerufen hat, oder was? So, haben wir auf jeden Fall die Farmers. Ich glaube, die war ganz gut. Ich will aber eigentlich nicht schießen hier. So, ich hole nochmal gerade. Ja, da war eins. War ich hier schon drin? Ja, okay. Da war die 5. Oben war die 3. Oh, da ist er jetzt rum. Jetzt kommt der andere auch noch, ey. Umdrehen, weggetreten. Der sieht mich nicht, oder? Jetzt kann ich mehr, wie das mit Hören und sowas ist, wenn ich dann nah dran bin. Aber ich glaube, das gibt es hier nicht in dem Spiel. Es gibt, glaube ich, tatsächlich nur Sicht. So, jetzt kann ich, glaube ich, nach ganz oben und dann durch den Haupt... Stimmt, ich kann ganz... Also ich kann in den ersten Stock nach ganz oben jetzt nochmal. Da war noch die Tür oben rechts. Da kann ich jetzt mal reinlunzen, was es da noch gibt. Wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Und dann gibt es, glaube ich, rechts das Tor, wo ich schon rauskomme. Da ist schon der... wie heißt der Typ? Der Schamane. Den Panzer, der müsste dann tatsächlich schon kommen. Das geht eigentlich schon... Oh, warte. Hier auch, ne? Ja. Ach ne, hier war ich ja schon. Das war Stufe 1, okay. Es geht ja eigentlich schon relativ Schlag auf Schlag. Gerade auch was so Bossfights angeht, finde ich. Zumindest wenn man weiß, was man macht. Dann wird es schneller gehen. Stimmt, man konnte, glaube ich, unter dem Panzer noch drunter sneaken. Wow, da ist einer. War der immer schon hier oben oder ist er neu? Habe ich sonst nie gesehen. Wenn er sich jetzt dreht, sieht er mich, wette. Nein! Ich habe doch nichts. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Das hier, Stufe 4, okay. Boah, ich sag immer Stufe, also, ne? Level. Minendetektor? Ja, okay, das war auf jeden Fall für draußen dann. Gut, dass ich hingegangen. So, Minendetektor ist wo? Dort, okay. Aber ich weiß noch, dass die ganzen Dinger da im Schnee liegen. War ganz gut, dass ich erst hier hochgegangen bin. Nein, nein, komm. Ja, man an den Ecken da teilweise hängen bleibt und sich dann da versteckt, ne? Genau wie beim Bosskampf eben. Es dafür keine Extra-Taste damals gab. Aber das ist echt interessant, dass man X festhalten kann und dann im Laufen schießen kann, ey. Das wusste ich damals tatsächlich auch nicht. Ich bin Großteil des Spiels echt nur mit diesem Radar. Ah, das ist so fies, ne? Ja klar, das sind auch noch zwei, oder was? Fuck, kann ich mich irgendwo verstecken? Ja, er ist einfach hinter mir. Warte, warte, warte. Wo ist der Panzer? Ich bin weg, Jungs. Ah, oh, ihr habt mir wieder kein Radar, ne? Das ist so fies.
Wo war die Tür? Da. Hä? Komm ich aber durch? Stufe 5? What? Wow, da ist er. Nein, ich will. Oh Mann, das lerne ich echt nicht mehr, glaube ich. Kann ich da hochklettern? Schalldämpfer. Ich glaube, klettern kann man hier nicht, oder? Nee. Aber das ist natürlich gut. Warte mal. Ist die gleiche? Bist du eigentlich, oder? Aber da steht sogar halten und ziehen. Okay. Fuck, wo muss ich denn hin jetzt? Ich will gerne meine Ration ausgerüstet haben. Aber. So, na, vielleicht soll ich ganz kurz mal telefonieren. Ach, ich muss ja die Dings anrufen. Richtig. Ma, der Rob hat die ganze Zeit die Dings vorhin gepostet. Die Frequenz hier. 140.15. Gott, der. Wer sind Sie? Ich war echt beeindruckt, wie Sie da rausgekommen sind. Der aus dem Gefängnis? Sie sind die Nichte des Colonels. Meryl. Und wer bitte sind Sie? Der Idiot, den Ihr Onkel hier ganz alleine in dieses Minenfeld geschickt hat. Sie sind alleine. Was sind Sie? Eine Art Ein-Mann-Einheit. Sie sind nicht mal bewaffnet. Vielen Dank für Ihre Hilfe vorhin. Aber ich brauche keine Vorträge. Sie sind genau wie Ihr Onkel. Woher kennen Sie meinen Onkel? Wir sind alte Freunde. Wie heißen Sie? Mein Name ist nicht wichtig. Aha. Sind Sie vielleicht Snake? Sind Sie Solid Snake? Einige Leute nennen mich so. Der legendäre Solid Snake. Sie. Tut mir leid wegen vorhin. Ich wusste nicht, auf welcher Seite Sie sind. Ich wusste es von Ihnen. Wie? Ihre Augen. Meine Augen? Das sind keine Soldatenaugen. Sondern die eines Grünschnabels. Nein, schöne, einfühlsame Augen. Genau das, was man von der Legende erwartet. Solid Snake. Versucht mir den Teppich unter den Füßen zu nehmen. Keine Sorge. Das kommt schon wieder, wenn wir uns sehen. Die Wirklichkeit kann mit der Legende leider nicht ganz mithalten. Ich glaube Ihnen nicht. Weshalb waren Sie so überrascht, als Sie mein Gesicht sahen? Weil Sie ihm so ähnlich sind. Wem? Liquid Snake? Der Terroristenführer? Ja, kennen Sie ihn? Sie sind nicht etwa Brüder, oder? Ich habe keine Familie. Wie kann das denn sein? Wer weiß. Fragen Sie ihn doch selbst. Aber erst brauche ich Informationen. Sie waren von Anfang an bei der Übung dabei. Was genau ist da vorgefallen? Tut mir leid. Ich wurde zusammen mit Präsident Baker gleich nach dem Angriff gefangen genommen. Das ist okay. Aber wo sind wir hier? Das ist doch nicht nur eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Oh nein, das sieht Ihnen ähnlich. Sie haben Ihnen nichts erzählt? Okay, Snake. Dies hier ist nicht wirklich eine Atomwaffenentsorgungsanlage. Diese Basis wird von einer Scheinfirma von Arms Tech betrieben. Eine zivile Basis? Ja, für die Entwicklung von Metal Gear. Colonel. Foxhound und die Sondereinheiten der nächsten Generation waren hier zum Abschuss einer Testrakete. Weshalb Foxhound? Weil sie eine Sondereinsatztruppe mit Erfahrung bei streng geheimen Missionen sind. Alles sollte schön geheim gehalten werden. Aber Atomraketen wurden bereits getestet. Weshalb jetzt? Es sollte der endgültige Test vor der formellen Genehmigung des Metal Gear Programms sein, soviel ich davon gehört habe. Klingt komisch. Was glauben Sie, wollen die Terroristen? Tut mir leid, ich weiß es nicht. Ich wurde mit Präsident Baker zu Beginn der Revolte gefangen genommen. Oh ja, dabei gab er Ihnen die Schlüssel zum Deaktivieren des Sprengcodes. Genau. Wie haben Sie es geschafft, sie vor den Wachen zu verstecken? Frauen haben mehr Verstecke als Männer. Sie haben Baker getroffen? Wie geht es ihm? Er ist tot. Was? Herzinfarkt. Wie auch der DARPA-Chef.
Der Chef ist auch an Herzinfarkt gestorben? Ja. Waren die beiden das krank, ein Zufall oder? Ist. Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube nicht an Zufälle. Irgendwas geht hier vor. Könnte sein, aber ich habe keine Ahnung was. Ich auch nicht. Noch nicht. Kennen Sie den Entwickler von Metal Gear? Sie meinen Dr. Emmerich? Ja. Lebt er noch? Wahrscheinlich. Er sollte im Forschungslabor im zweiten Untergeschoss, im Sprengkopflager nördlich von hier sein. Zweites Untergeschoss, okay. Ja, dort ist sein Labor. Ich glaube, er wird dazu gezwungen, am Atomraketenabschussprogramm zu arbeiten. Sie brauchen ihn also erstmal lebend. Wir müssen etwas tun, bevor er fertig ist. Stimmt. Ich muss wissen, wie ich Metal Gear zerstöre, wenn der Sprengcode nicht deaktiviert werden kann. Das wollen Sie selber unternehmen, Snake? Es ist nicht das erste Mal. Wie komme ich am besten in das Gebäude, in dem der Doktor ist? Im ersten Stock des Gebäudes ist eine Frachttür, die nach Norden führt. Was ist die Sicherheitsstufe der Türen? 5. Aber kein Problem. Ich habe eine Karte für Stufe 5. Okay. Ich versuche, den Doktor zu retten. Sie sollten gehen. Ich komme mit. Nein, Sie sind zu grün. Verstecken Sie sich irgendwo. Ich bin nicht grün. Glauben Sie mir. Die kleinste Unaufmerksamkeit vor dem Feind und alles ist vorbei. Das haben wir schon gemerkt. Nicht immer Glück haben. Ich weiß nicht, was los war. Ich konnte einfach nicht gleich schießen. Oh, die Musik mag ich. Ich hatte beim Training nie Probleme. Aber als ich daran dachte, dass meine Kugeln diese Soldaten zerreißen würden, zögerte ich. Schießen auf Zielscheiben und feuern auf Menschen ist etwas ganz anderes. Schon als ich noch klein war, wollte ich Soldatin werden. Ich habe meine Gedanken und meinen Körper jeden Tag auf eine echte Kampfsituation vorbereitet. Und jetzt? Was nun? Geben Sie auf. Ich kann nicht. Jetzt darf ich nicht aufgeben. Hören Sie, Meryl. Es wird jedem schlecht, nachdem er das erste Mal tötet. Aber leider wird das Töten mit jedem Mal einfacher. Im Krieg kommen all die schlechten Seiten und Gefühle des Menschen zum Vorschein. Und so vergisst man leicht auf dem Schlachtfeld, wie groß die Sünde ist. Dies ist kein Krieg. Es ist ein Terroristenangriff. Sie sind bloß etwas aufgerührt. Eine normale Reaktion auf das Kampfhoch. Ihr Adrenalinspiegel legt sich wieder. Keine Sorge. Ich habe an der Akademie alles über Kampfhochs gelernt. Wir besprechen das später. Jetzt müssen Sie hier erstmal lebendig rauskommen. Ich denke dran, wenn wir hier jemals rauskommen. Okay. Ich versuche das mal anders. Gehen Sie mir aus dem verdammten Weg! Ein mieses Stück. Genau wie mein Onkel sagt. Klingt ziemlich... Least strange. Oh, okay. Sagte doch. Wirklichkeit hält nicht mit der Legende mit. Sie hatten wohl recht. Okay, Snake. Ich werde brav sein. Wir treffen uns, wenn ich den Doktor habe. Dann kümmern wir uns um den Sprengcode. Alles klar. Aber ich kenne diesen Bereich besser als Sie. Melden Sie sich bei Fragen. Vorsicht, ja? Ich melde mich, wenn die Frachttür offen ist. Okay. Ganz kurz. Was ist los, Snake? Ich will speichern, was sonst so. Gucken, ob die jetzt direkt auf ist oder ob ich das Gebiet. Wahrscheinlich muss ich nochmal verlassen, schätze ich mal. Machen wir gerade eine Runde Fahrstuhl. Wieso gibt ihr mir nicht einfach die Karte mit Stufe 5? Das würde das ganz viel einfacher machen. Nein, dann muss sie die Tür aufmachen. Gut. Hoch. Oder muss ich jetzt so lange warten, bis sie mich anruft einfach? Kann natürlich auch sein. Irgendwie dumm rumrennen muss und irgendwann sagt sie hier, die Tür ist auf. Ah, okay, passt. Snake, die Frachttür ist offen. Danke, wo sind Sie? Ich weiß, wo Sie sind. Bleiben Sie, wo Sie sind. Keine Sorge, ich trage die feindliche Uniform. Mit Ihrem Gang erkennt man Sie schnell. Was soll das heißen? Ach, nichts. Hören Sie, Snake. Die Frachttür ist wie eine Luftschleuse. Sie hat Infrarotsensoren und beim Feststellen eines Eindringlings tritt Gas aus. Gas? Okay, wir treffen uns beim Sprengkopflager. Warten Sie, Sie wollten noch brav sein und hierbleiben. Hab's mir anders überlegt. Seien Sie nicht dumm. Es verdirbt immer alles. Tut mir leid, aber ich muss herausfinden, ob ich als Soldat geeignet bin. Ich
muss mir erstmal die Hände schmutzig machen. Das sind Berufssoldaten. Die werden sie umbringen. Bis später. Okay, das heißt wieder durch sneaken. Ich hoffe, das ging so. Maske auf, Maske ab. Vorsicht, Snake. In der Luftschleuse sind Infrarotsensoren. Mit dem bloßen Auge kann man sie nicht sehen. Aber aus der Wand da kommen Infrarotstrahlen. Bei Kontakt mit einem werden die Türen abgeschottet und Giftgas freigesetzt. Sie müssen da irgendwie durch, ohne Alarm auszulösen. Kann man ja nicht sichtbar machen eigentlich, oder? Durch irgendwelche Rauch... Wow, wow, wow. Irgendwelche Rauchgranaten oder so? Ich krieche jetzt einfach mal. Okay, es geht nicht. Die Gemma habe ich noch. Ja, aber Junge, dann stirb halt. Was haben wir denn noch? Also ich habe halt diese Gemma. Wenn ich mir forsche, dass die vielleicht gehen? Hier, Chef. Elektronische Geräte. Ich probiere es mal. Das geht aber nicht. Okay. Riechen ging nicht und das ging nicht. Ja, komm. Da kann ich nicht irgendwie anrufen einfach? Wenn er ein Smartphone und eine Kamera hätte. Echt? Geht das? Kann man damit Infrarot sichtbar machen? Was haben wir denn sonst noch? Warte mal. Granaten, C4, kein Item. Zigaretten! Was ist damit? Aber selbst dann, also was mache ich damit? Oder musst du erst was anderes für machen, die irgendwie abschalten? Heißt das nicht mehr. Ja, ja, komm. Komm in Ohr ab. Achso. Warte mal. Kann ich nicht noch irgendwen anrufen? Master. Nein. Ich glaube, ich lerne das hier nicht mehr. Scheint mit Infrarotsensoren gesichert zu sein. Ja, soweit war ich auch schon. Wenn Sie fragen, Waffner... Natascha, okay. 14152, hatte ich die schon? Hier spricht Natascha Romanenko. Schön, mit Ihnen zu arbeiten, Solid Snake. Sie sind die Atomexpertin, die der Colonel erwähnte. Genau. Ich kann Ihnen alles über Atombomben echt? Erzählen. Okay, interessant. Ich bin aber auch Militärberaterin und kenne mich... Das habe ich auch noch nicht gewusst, dass das geht mit der Family und dem Smartphone. Man bat mich als Mitglied des Atomüberwachungsteams an dieser Operation teilzunehmen. Ich habe gern angenommen. Atomwaffen dürfen Terroristen einfach nicht in die Hände fallen. Wäre schon besser, wenn das nicht passiert, ja. Sie sind eine harte Lady. Terroristen, die ernsthaft Atombomben... Ich kann mich gar nicht erinnern. Das kann die Welt doch nicht einfach so zulassen. Leider kann ich Ihnen von hier aus nur mit Informationen helfen. Das wird hoffentlich reichen. Ein Soldat mehr würde hier auch nichts ändern. Ich arbeite gerne mit Ihnen zusammen, Natascha. Ganz ist die Natascha? So, sehen wir was über Infrarotsensoren, bitte, Schatz. Snake, der Raum ist voller Infrarotsensoren. Sie würden sie sehen, wenn sie... Also doch, Zigaretten, siehst du. Zigarettenrauch oder so? Wir machen nach dem Prinzip ein eigenes Hatchling-System. Ich habe raucharme Zigaretten. Ach, die Zigaretten, die zur Reduktion des Passivrauchens entwickelt wurden. Keine Sorge, blasen Sie einfach den Rauch aus dem Mund und Sie sollten die Infrarotsensoren sehen können. Gute Idee, Zigaretten mitzunehmen. Rauchen Sie aber nicht zu viel. Zigaretten schwächen Körper und Geist. Das ist nicht gut für Sie. Okay. Wo sind die Fluppen? Ach da. Oh, wie fertig ist er?
sie irgendwie benutzen? Ach, guck mal, jetzt. Ach, die bewegen sich. Alles klar. Ernsthaft? Als wenn ich da jetzt nicht durch gewesen wäre. Das war doch oben, oder nicht, das Ding? Diese Sequenz auch immer so lang ist, anstatt dass er einfach stirbt dann. Also ich warte, bis sie außerhalb meines Sichtbereiches sind und dann gehe ich einen Schritt nach vorne. Holy moly. Link. So, das weg. Ziggy ist in der Hand. Oh, nein, nein, nein. Wie weit auch immer geht, ne? Nein. Ey, die Steuerung, ganz ehrlich, ne? Sorry, aber ich drücke tatsächlich nur einmal kurz drauf. Das ist halt so diese uralten Dinger, ne? Das ist genau wie mit... Dann bin ich gerade richtig am Tomb Raider. Guck mal, ich drücke einmal drauf. Okay, so wird's gehen wahrscheinlich. Okay, ich war schon bei der Hälfte. Ruf doch nicht schon wieder an. Oh, das ist so nervig. Ich denke immer, ich stehe zu weit hinten und ich habe Angst, dass der von hinten dann wieder runterkommt. Vielleicht soll ich schräg laufen, das ist vielleicht besser. So. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Was eine Challenge, ey, hier zwischen so zwei roten Strahlen durchzulaufen, ey. So, warte mal, jetzt probier ich es mal schräg. Ja, ich glaube, schräg ist wesentlich besser. Wie schnell das Ding ist, ey. Vor allem der zweite irritiert mich halt richtig krass. Weißt du, der andere von hinten sozusagen. Das dauert ja übelst lange. Wieder runter. Hier was? Ja. Gott sei Dank. So, pack die Karte aus, Junge. Meine Leben, habe ich überhaupt noch irgendwie... Ob ich überhaupt noch eine Ration oder sowas? Ich glaube nicht. Ah, das wird spannend. So, Minendetektor ausgepackt. Ah doch, eine Ration habe ich noch. So. Snake, Vorsicht! Dieser Ort ist voller Claymore-Minen. Verwenden Sie Ihren Detektor. Wer sind Sie? Nennen Sie mich Deep Throat. Deep Throat? Informant beim Watergate-Skandal. Vergessen Sie das. Es ist keine Blitzübertragung. Sind Sie in der Nähe? Hören Sie. Vor Ihnen lauert ein Panzer und wartet darauf, Sie anzugreifen. Wer sind Sie? Einer Ihrer Fans. Okay, ich stehe auf Fans. So, ich glaube, ich drücke mir mal hier gerade so ein Ding rein. Nein. Gab's hier auf der anderen Seite noch was? Kann ich da noch gucken, bevor ich das Event auslöse? Ja, okay. Und wir sehen sie nichts. Alles klar. Ah, der Panzer ging irgendwie mit Granaten. Da kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Oh nein. Habe ich meine Minen. Mein Minendetektor weggepackt. Als Agent oder würde ich mir die Schurken, ja. Ich werde dich nicht durchlassen. Gib ihm eine Nachricht.
Narren wie du sollen am Boden kriechen. Los, lass uns kämpfen. Kämpfen, Mann gegen Panzer, ey. Das ist auch ein fairer Kampf. Oh, warte. Aber das Ding ist wieder raus. Muss jetzt echt gucken, wie das ging. Wow. So auf jeden Fall nicht. Wie er sich freut einfach, ey. Warte. Muss ich erstmal da gucken. Hä? Komm ich überhaupt an den ran? Ich glaube, ich muss tatsächlich kriechen, kann das sein? Was habe ich denn noch? Ich habe noch die